Weiter geht's. Ah, verdammte Scheiße! Hey, Captain, er hat mein Bike vollgepisst. Colonel, erlaubt keine Haustiere auf der Insel. Der Lieutenant braucht eine lebende Testperson. Sie scheinen sich ja gut zu verstehen. Sie und Lieutenant Whittaker. Ach ja, sehr gut sogar. Sogar so gut, dass wir verheiratet sind. Professionell. Der Colonel will keine Verbrüderung zwischen Soldaten und Offizieren. Oh nein, nein, das geht natürlich nicht so. Genau. Weitermachen. Ja, Sir. Okay. Komm schon, hilf mir! Vorsicht! Ja, ihre Körper sind total durcheinander. Was soll ich da bitte tun? Ich krieg die Dosierung nicht hin. Hier, warte, halt mal. Okay. Das ist... Daran habe ich gearbeitet. Wie lange? Halt fest, nur ein paar Sekunden. Gut. Oh, Scheiße. Ja. Ach, du Scheiße. Verdammte Scheiße. Was immer du ihm gegeben hast, er war schnell hinüber. Verdammt! Warte. Du machst gar keine Biowaffe. Oh mein Gott, du versuchst sie zu heilen? Ich dachte, sobald ich die ursprüngliche Zelllinie aus Cloverdale habe, könnte ich Antikörper aus dem Virus herstellen und es rekonstruieren. Scheiße. Und die ganze Arbeit, alles, was ich gemacht habe, war umsonst. Ich kann sie nicht retten. Nichts kann ihren Zustand rückgängig machen. Dann steh auf, reiß dich zusammen, mach weiter. Hast du nicht gesehen, was passiert ist? Jede Zelle in diesem Mädchen ist explodiert! Und deshalb musst du weitermachen, weil es für dich ein Mädchen ist. Hast du eine Ahnung, wie viele von denen ich getötet habe? Und was mir nicht ein einziges Mal in den Sinn gekommen ist, dass sie einmal Kinder waren. Ja, also mir schon. Ich habe ein Mädchen getroffen, die genau wie du über die Freaker geredet hat. Sie nannte sie Kranke. Ich hielt das für verrückt, aber sie sah das genauso wie du. Du hältst mich für verrückt. Nein, nein. Ich glaube, dass du hier der einzige normale Mensch bist. Weißt du, ich erinnere mich noch, wie ich dich verlor, aber... Langsam begreife ich, dass es nicht die Nacht war, in der ich dich beim Heli ließ. Es war die nächste Nacht. Ich fuhr mit Boozer zu diesem Flüchtlingscamp, wo du eigentlich warten solltest, weißt du noch? Aber da waren Freaker. Überall. Die Helis brannten, die Menschen schrien. So viele Menschen. Also kämpften wir. Und wir siegten. Und was kriegten wir? Leichen. Überall Leichen. Ich sah mir jede Leiche an, jedes Gesicht. Es müssen Tausende gewesen sein, eher mehr. Und ich sah sie mir alle an. In der Nacht habe ich dich verloren. Und Boozer. Boozer, weißt du, er hat die nächsten beiden Jahre dafür gesorgt, dass ich nicht durchdrehe. Aber mir war alles scheißegal. Einfach alles. Und ich sehe diesen Nero Haley am Himmel rumfliegen und in mir regt sich irgendwas. Und ich denke mir, weißt du was? Scheiß drauf! Scheiß drauf! Denn selbst wenn sie am Leben ist, weißt du, was ich dann mache? Ich finde sie, wir steigen auf mein Bike und wir blicken nie wieder zurück. Weil ich zu keiner Miliz gehören will, in keinem Krieg kämpfen und in keinem Camp leben will. Wieso bist du dann noch hier? Deinetwegen. All das hier, ich sehe, wie hart du arbeitest. Wie wichtig dir das ist. Die meisten da draußen wollen nur überleben und hier stehst du. Und willst die verdammte Welt retten. Naja, ich bin nicht sehr erfolgreich. Also steh auf. Reiß dich zusammen und mach weiter. Wir fahren zurück nach Cloverdale. Da gibt's eine bessere Ausrüstung. Wir sehen uns ihre Forschung genauer an.
Du würdest mir helfen. Ja, würde ich. Ausnahmsweise. Weil du an diese Sache glaubst. Hab einen guten Tag. Gib nicht auf. Wir fahren nach Norden. Was? Ja, nach Norden. Wir sagen, dass wir Vorräte besorgen wollen. Ja, aber wir kommen nicht zurück. Jetzt werden wir fahrenflüchtig. Du weißt, wenn sie uns kriegen, hängen sie uns. Dann sind wir gemeinsam. Ma'am? Ja? Dick, der Colonel will Sie sehen. Bin gleich da. Oh nein. Pack deine Sachen, ich bin gleich zurück. Danke. Wir sind nicht gleich zurück. Oh. Ja. Corporal St. John. Colonel, Sir. Kommen Sie bitte. Sind wir bereit? Colonel, Sir. Ja, Sir. Wir sind bereit für den Kampf. Das Bike ist bereit. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe. Lieutenant Weavers Waffe ist fertig. Wir werden sie testen. Scheiße, ja. Wollen Sie eine Horde hochjagen? Oh. Stimmt irgendetwas nicht, Corporal? Nein, Sir. Nein. Okay. Bringen wir es hinter uns. Okay, das höre ich gern, Mann. Meine Herren, dies ist der Beginn einer neuen Ära. Weitermachen. Lieutenant Weaver, kommen Sie. Ja, Sir. Ich will nicht mit dem Typen weg. Na gut. Ich glaube, Sie sollten hier bleiben und mich das alleine machen lassen. Was? Sind Sie lebensmüde? Nein, darum will ich das ja alleine machen. Hören Sie, selbst mit Weavers aufgemotzten Molotows können wir es nicht mit einer ganzen Horde aufnehmen. Nein. Also, ich gehe da runter. Mache etwas Lärm, locke immer ein paar zu mir und renne dann wie der Teufel. Und dann muss ich sie irgendwie aufhalten. Vielleicht mit ein paar Fallen. Scheiße! Und dann jage ich sie zur Hölle. Hören Sie, wenn wir beide da runtergehen, gibt das ein Chaos. Wir würden die ganze Horde anlocken. Nein, Sie bleiben hier. Sie passen auf mich auf. Wenn alles schief geht, kommen Sie und holen mich da raus, okay? Hm? Oder haben Sie einen besseren Plan? Ich habe gar nichts. Ja, klar, mein Plan finde ich jetzt aber auch nicht so doll. Munition bei meinem Bike. Gut, das Zeug könnte nützlich sein. Ach so, Munition. Fernlenkbombe. Ups. Ich bin mir nicht so sicher, ob das funktioniert, aber... Wie war nochmal Ihr Plan? Wie schon gesagt, ich muss sie irgendwie aufhalten. Die Viecher bleiben zusammen und klettern übereinander. Ich brauche eine Art Nadelöhr zwischen LKWs, Gebäuden oder so. Dann müssen sie sich da durchkämpfen. Und sobald ich dann einen Vorsprung habe... Dann jagen sie sie hoch. Ja, ganz genau. Das wiederholen wir dann ein paar Mal. Und dann ist die Horde erledigt. Das ist Ihr Plan. Das ist mein Plan. Viel Glück, St. John. Glück hat nichts damit zu tun. Alles klar, ich gehe rein. Ich bin da, falls Sie mich brauchen. Verstanden.
Muss ja irgendwann sowas kommen, ne? Das war's. Bleib, komm schon, hier drüben! Hier drüben! Los, St. John, weg! Erzählen Sie mir was Neues! Seid ihr hungrig? Ich bin hier! Das war scheiße. Ich bin direkt vor euch. Das war scheiße. Das war scheiße. Das war nicht gut. Okay, ich muss die Fernlenkbomben nehmen. Hab noch mehr Molotovs. Munition. Bei meinem Bike. Jetzt darf wieder hier anfangen, oder was? Oh. Das könnte nützlich sein. Hallo? Darf ich das bitte nehmen? Dankeschön. Okay, gut. War ich denn die Fernlenkbomben hier? Okay. Wie war nochmal Ihr Plan? Wie schon gesagt, ich muss sie irgendwie aufhalten. Die Viecher bleiben zusammen und klettern übereinander. Ich brauche eine Art Nadelöhr zwischen LKWs, Gebäuden oder so. Dann müssen sie sich da durchkämpfen. Und sobald ich dann einen Vorsprung habe... Dann jagen sie sie hoch. Ja, ganz genau. Das wiederholen wir dann ein paar Mal. Und dann ist die Horde erledigt. Das ist Ihr Plan. Das ist mein Plan. Viel Glück, St. John. Glück hat nichts damit zu tun. Alles klar. Ich gehe rein. Ich bin da, falls Sie mich brauchen. Verstanden.
Ich habe noch nicht so wirklich Plan, wie ich das machen soll. Okay, ich könnte hier eine reinsetzen. Sie folgen Ihnen. Ja, das ist auch der Plan. Ja. Wie kann ich die denn legen, die Scheißdinger? Ich glaube, ihr strengt euch einfach nicht genug an. Kommt schon! Warum kann ich die denn... Ach, komm. Warum wählt der jetzt schon wieder diese Scheißbombe nicht aus? Mann! What the fuck? Jetzt darf ich wieder da runterlaufen, ne? Hab noch mehr Molotovs. Munition. Bei meinem Bike. Gut, gut. Das Zeug könnte nützlich sein. Mal sehen. Ich glaube, es kommt jetzt das erste Mal vor, dass ich eine Folge gleich löschen muss nach der Aufnahme. Wie war nochmal Ihr Plan? Wie schon gesagt, ich muss sie irgendwie aufhalten. Die Viecher bleiben zusammen und klettern übereinander. Ich brauche eine Art Nadelöhr zwischen LKWs, Gebäuden oder so. Dann müssen sie sich da durchkämpfen. Und sobald ich dann einen Vorsprung habe... Dann jagen sie sie hoch. Ja, ganz genau. Das wiederholen wir dann ein paar Mal. Und dann ist die Horde erledigt. Das ist Ihr Plan. Das ist mein Plan. Scheißplan. Viel Glück, St. John. Glück hat nichts damit zu tun. Alles klar, ich gehe rein. Ich bin da, falls Sie mich brauchen. Verstanden. Eine Ausdauerpille oder sowas? Ah ja, komme ich gerade eh nicht drauf, weil mein Cursor hier wieder genau das macht, was er machen soll. Er brennt in der Hölle! Ja. Komm schon, komm schon! Schon, ein Schwarm. Ja, hab ich mitbekommen.
Ich steck mich noch selber im Brand, ey. Also irgendwie wird das nichts. Irgendwie wird das nicht so, wie ich das will. Ich muss hier auf jeden Fall hier durch diese Gebäude locken. So, warte mal. Eben herstellen. Noch kein Molotow mehr. Komm schon, komm schon! Ach du Scheiße! Keine Ahnung. St. John, die Horde läuft los! Ja, das ist der Plan! Es bringt nur nichts. Weil ich nämlich gerade absolut gar keinen Plan habe, wo ich langlaufen soll. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich habe gar nichts mehr. Ausdauer verbraucht, ja. Gut. Ich glaube, ihr strengt euch einfach nicht genug an! Kommt schon! Na! Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut gar keinen Plan. Ja, bevor das hier ins Unendliche geht, auf jeden Fall. Tut mir leid, ey, aber... Also hier hätten die irgendwie am Ende landen sollen, ja. Dann sammle ich mal eben die ganzen Dinger hier ein. Du wirst nichts tun. Hat gebrannt.
Hallo? Da oben einer. Okay, wahrscheinlich hinter der Mauer. Ja, keine Ahnung. Alle, ne? Oh, gut. Hab alle erledigt. Gut. Ja, das war jetzt absolutes Noob-Play von mir, aber... Gut, gut, das Zeug könnte nützlich sein. Alles klar, ich gehe rein. Ich bin da, falls Sie mich brauchen. Ja, ja. Standen. Corey, bitte, bitte. Sag mir, dass das jetzt alle waren. Geschafft. Sie haben es geschafft. Ah, Weaver hat es geschafft. Ah. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wie sie immer einen Schritt voraus waren. Hatten Sie schon mal eine Horde im Nacken? Das gibt einem einen echten Adrenalinschub. Der Colonel hat recht. Vielleicht gewinnen wir den Krieg. Hey, gegen Tote. Untote. Tote? Untote? Ah, okay. Wie lief's? Miri, wie scheiße willst du sein? Ja. Oh Mist. Nicht geklappt? Tut mir leid, Lieutenant. Ihr Job ist gestrichen. Verdammt, es hat geklappt. Oh, ja. Hätten Sie sehen sollen, die haben gebrannt wie Zunder. Oh Mann. Und danach wird gefeiert. In der Offiziersmesse. Okay, das sieht schwer nach einer Beförderung aus. Hey Mann, kommst du? Wissen Sie was? Ich werde später nachkommen. Ich muss noch was erledigen. Okay, dann mach das. Das war der Rest. Seien Sie vorsichtig damit. Manche dieser Sachen sind unersetzlich. Was ist hier los? Wo ist denn der Lieutenant? Corporal St. John. Tut mir leid, Sir. Schon gut so. Alle wichtigen Forschungsmitarbeiter wurden verlegt. Mhm. Verlegt? Wohin? Ich muss noch diese Sachen ausliefern, die Sie bestellt haben. Ich verstehe. Es gab ein... Kommen Sie, Sohn. Bitte. Was hat der Wechsel gemacht? Ma'am, Befehl vom Colonel. Matt, das können Sie nicht tun. Sie können mich nicht einsperren. Rühren, Captain. Und der Herr sprach zu Noah. Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Denn dich habe ich... für gerecht befunden vor mir zu dieser Zeit. Matt, wovon reden Sie da? Es tut mir leid, Lieutenant. Sie können... Colonel, halt! Hey! Schon gut. Schon gut. Ma'am, ich hab hier die bestellten Sachen. Komm nur rein, mir nach. Ich arbeite an einer neuen Aufgabe. Diesmal ist es Gift. Hör zu. Wenn du das pflückst, musst du wirklich vorsichtig sein. Wenn nicht, könntest du sterben. Verstanden. Ich werde dich hier rausholen. Danke. Ja, Ma'am. Seltsam, hier spricht Captain. Hier spricht jetzt erstmal gar keiner, aber wir wollen ja jetzt nach dieser Noob-Folge, machen wir in der nächsten Noob-Folge, machen wir mit der nächsten Noob-Folge gleich mit. was war das denn für eine Scheiße gewesen? Egal. Vergeben und vergessen, wir machen es besser.